Ja, Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Kristall. Und ja, wir haben ja jetzt die kleinen Bitches besiegt hier und uns etwas verdient. Die Kimino. Kimino. Kimono. Mann, was ist das für ein. Oh, diese Aussprache. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu. Nimm es ruhig. VM03! Surfer. Ja, das ist Surfer. Damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Wer da bin Surfer? Und Surfer wird sowieso Tyrakok erlernen, also da muss man sich erstmal keine Gedanken machen. Schneller Pokémon Center Besuch. Und weg. Und dann geht's jetzt ab nach oben links in einen verbrannten Turm. Ja, ein verbrannter Turm. Da rechts ist, glaube ich, auch schon der Arenaleiter. Eusin! Ich heiße Eusin! Ich bin auf der Suche nach einem Pokémon namens Suicune. Und wer bist du? Ulki. Schön, dich kennenzulernen. Ich hörte, dass Suicune hier in der Turmruine ist, also wollte ich es sehen. Aber wo genau ist es? Huhu! Jens! Die Arenaleiter von Teak City muss die sogenannten legendären Pokémon Suicune, Entei und Raikou studieren. Eusin ist gekommen, also habe ich beschlossen, den Turm mit ihm zu untersuchen. Ey, unser Freund! Okay, aber ich wollte jetzt eben kurz mal durch die Gegend schauen, denn in diesem Turm gibt es doch irgendwo... Ja, meine ich ja. Ist der Trümmerer und deswegen habe ich Paras das vorbeigebracht. Beigebracht. Mann, irgendwie ist was mit mir los gerade. Pokémon, ich hasse Pokémon! Nein, Spaß, ich liebe Pokémon. Ein Smogon! So ein Smogmog zu trainieren wäre eigentlich auch nicht mal so eine schlechte Idee. Habe ich ehrlich gesagt noch nie getan. Ich weiß gar nicht wieso. Smogmog, Slimog sind eigentlich coole Pokémon. Tackle jemand anderen, du Sau! Und Donnerschlag mitten in dein Gesicht. Okay. 228, kann man auch gut trainieren, sehe ich gerade. Was haben wir hier? KP Plus, das ist doch mal was geil, das ist mal was echt Geiles. Und ich weiß auch schon, wer das kriegt, aber erst später. La 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 la. Die Musik ist ganz interessant. So, okay. Immer diese Pokémon. Das heißt, erstmal haben wir gleich wieder einen tollen Kampf gegen unseren Rivalen. Donnerschlag und weg sollte es sein. Oder wie siehst du das, Zubat? Zubat sieht es auch so. Verschwindet schnell. Okay, 108. Hallo! La, 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 la. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, du bist es. Punkt. Ich suchte nach legendären Pokémon, die angeblich hier leben. Punkt. Nee, ich höre auf damit. Das ist zu dumm. Das ist mir selbst zu dumm. Aber hier ist nichts. Nichts, das den Aufwand hierher zu kommen rechtfertigt. Absolut nichts. Das ist alles deine Schuld. Hey! Wieso ist das meine Schuld? Zelma möchte kämpfen. Okay, was hat Zelma so für Pokémon? Alpollo. Geil. Da muss ich zugeben, bin ich jetzt gerade neidisch auf Zelma. Weil ich eigentlich auch gerne ein Alpollo möchte. Aber egal. Donnerschlag. Das wird jetzt nicht so viel bringen, aber... Paralysiert. Cool. Ich möchte unbedingt, dass Miltank das jetzt macht. Okay, ich werde Miltank jetzt gleich auswechseln. Ja. Fluch verletzt Miltank gleich. Ah, vorher ist Alpollo weg. Fluch ist eine so dermaßen nutzlose Attacke, wie ich finde. Ohne Witz. Einfach, nutzloser geht's doch gar nicht. Okay, eigentlich wollte ich jetzt gerade mein,
Aha, das ist jetzt ein bisschen... Na komm hier! Wofür haben wir denn so ein Opfer? Ich muss mal eben kurz was trinken, Leute. Tut mir leid. Einen Moment. Ich werde auch jetzt nicht muten oder so. Jo, lecker. Nam nam nam. Okay. Zertrümmerer Paras! Ultraschall zieht genau 20 ab. Genau 20. Und wie viel KP hat mein Paras? Genau 20. Okay, jetzt dürfte Miltank eigentlich keinen Fluch mehr haben. Und könnte Magnetilo jetzt eigentlich auch mit Feuerschlag weghauen. Das ist auch das Gute daran, dass Magnetilo jetzt auch zu den Stahl-Pokémon gehört. Denn jetzt kann es immerhin durch Feuerattacken ordentlich zerbasht werden. Noch einmal Feuerschlag. Und dann dürfte der eigentlich noch einen Lorblatt haben. Und was hat der noch für Pokémon gehabt? Zubat, glaube ich. Okay. Lalala, Golbat, du bist dran. Komm raus, du Sau. Hast ja schon lange nicht mehr gekämpft, deswegen. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann so um Level 30 bis 34 zu X-Bad weiterentwickelt. Okay, an deinen Attacken müssen wir allerdings auch noch feilen, mein Lieber. Es muss noch besser werden, eindeutig. Biss-Attacke. Danach noch einmal Biss. Och, Leute. Ist doch uncool. Komm, versuchen wir's mal. Schade. Naja, da kann man nichts machen, ne? Okay, es ist interessant, dass Zubat so schwach ist. Okay, gut. Mein so frühen X-Bad haben möchte ich jetzt auch nicht, dass ich da jetzt zum Beispiel Golbat mit allen möglichen Zeugs vollpumpe und dann irgendwie dann halt zum X-Bad in den nächsten zwei Leveln oder sowas entwickeln mehr, möchte. Das ist auch ein bisschen scheiße für mich, finde ich. Mein wäre zwar schon cool, so ein so früh schon X-Bad zu haben, aber ich weiß nicht. Konfuziusstrahl! Mann, langsam kommt jetzt eben auch ein bisschen nah ran an die Level, muss ich zugeben. Ob das so viel bewirkt gegen mein Golbat? 2. Bitte nicht zu viel. Blutsauger, bin mal gespannt, wie viel Blutsauger abzieht. Mit Sicherheit nur so ein paar Millimeter weg. Boah, okay, ist ganz okay. Sag mal, willst du mich verarschen? Verletz dich doch auch selber. Oh, ein Volltreffer. Jetzt hast du mir ganze 5 HP abgezogen. Kapi. Die ich mir wiederhole. Ich habe mir sogar noch 2 mehr geholt. Ist doch geil. Jetzt verwirrst du dich... verwirrst du dich selber. Jetzt wirst du dich... Oh, nee, ist doch schon scheißegal. Irgendwie habe ich das Gefühl, sein Lorblatt ist ein bisschen auf Verwirrung getrimmt. Also, dass es Verwirrung besser abstecken kann hier. So langsam hätte ich, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn Golbat in den nächsten Level mal Flügelschlag erlernt. Das müsste eigentlich auch noch kommen. Also innerhalb der nächsten paar Level eigentlich. So wie ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Keine Ahnung, ob stimmt, aber kann sein. Gut so, Golbat. Hast du ordentlich HP für EP dazu verdient hier. Darum hasse ich es, gegen Schwächlinge anzutreten. Es ist keine Herausforderung. Er spricht mir aus der Seele. Ach, egal. Du wärst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. Na klar! Was hast du dir dabei gedacht? Einfach in ein Loch zu fallen. Du Genie. Das geschieht dir recht. Ach, wie schön. Na 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 na. Ja, leider wird mein Miltank ein bisschen HP abgezogen. Kann ich das eigentlich auch auf Miltank an sich ansetzen? Schade. Okay. Dann werde ich mal kurz mein Golbat nach vorne setzen. Und mal nach oben gehen.
Raikou. Entei. Suicune. Raikou voll abgeschnitten, voll die Außenseiter. Yay, es mag mich. Ach nö, der Hampelmann schon wieder. Ist hier oben irgendwie was, was ich nehmen kann oder so? Okay, den Zubat möchte ich jetzt nicht haben. Ich kann mal eben kurz einen Schnelldurchlauf machen. So. Hier ist nichts. Auf der anderen Seite dürfte auch nichts sein. La, 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 la. Ja, Leute, tut mir leid, aber... Da, okay, aber nur mit Stärke, das ist ein bisschen doof. Stärke habe ich ja noch nicht. So. Yay, Goldball erreicht bald ein neues Level. Korall. Ich habe hier auch ein Loch gegraben. Mann, was ist mir los? Ich war geschockt. Suicune rannte an mir vorbei wie ein Blitz. Direkt vor meinen Augen. 10 Jahre habe ich Suicune verfolgt und endlich habe ich es gesehen. Ich bin überwältigt. Ulki, all das verdanke ich dir. Vielen Dank. Ich hörte, dass die legendären Pokémon von Teak City Auserwählte testen, indem sie zulassen, dass sie ihnen zu nahe kommen. Ich begebe mich auf die Suche nach Suicune. Ulki, wir müssen uns wieder treffen. Leb wohl. Okay. Nein, dann kriegst du einen Kratz im Hals, Mann. Aber ich weiß schon, wo ich den Hampelmann wieder treffe und, ja. Okay, jetzt ist auch der Arena-Leiter wieder da, denn bevor wir zur Arena gehen können, müssen wir auch in den Turm rein. Also, vorher können wir den Orden nicht machen. Dann gehen wir doch mal in diese Arena. Ich weiß noch so grob, wie man die machen kann. Wie war das noch? Ja, hättest du unsere Pokémon, bla bla. Irgendwas mit hätte, Fahrradkette oder so. Sie haben, also in dieser Pokémon-Arena gibt es nur Nebulak, Alpollo und Gengar, mehr nicht. Meines Wissens. Es kann sein, dass vielleicht noch ein Pokémon mehr drin ist, aber ich glaube, es waren nur Nebulak, Alpollo und Gengar. Beste Attacke. Yay. Auch noch Level 25 jetzt. Ist doch wunderbar. Okay. Ich habe das Gefühl, mein Golbat wird hier einiges an Level aufsteigen. Das werden wir aber jetzt auch nicht im Schnelldurchlauf machen, auch wenn ich es gern möchte. Es sind wichtige Kämpfe und gehören zum Spiel, also. Ich freue mich aber immer noch am allermeisten auf den letzten Kampf, den wir machen werden. Den letzten und entscheidenden Kampf, der zeigt, wer wirklich der Pokémon-Meister ist. Ist es Rot, / Ash, oder bin es ich? Ich weiß es nicht. Boah, das ist doch ein bisschen lachhaft, wenn man hört, der Pokémon-Meister namens Ulki. Irgendwie muss ich mir einen anderen Namen ausdenken. Ja, egal, Hauptsache die Nebulaks geben mir jetzt ordentlich Erfahrungspunkte. So. Ach Gott, ist aber auch ein bisschen langweilig, finde ich, die ganze Zeit hier gegen Nebulax zu kämpfen. Ein Biss und weg sind sie, das ist ein bisschen... Golbat 325, okay. Und noch ein letztes Nebulax. Kann man nur so viele Nebulax trainieren, meine Güte. Ich wäre mit einem Nebulax schon zufrieden. Okay. 325. Okay, ich denke mal, im nächsten Kampf wird mein Golbat schon Level 26 sein. Ist doch geil. Ah, gut gemacht. Okay, falsch. Das heißt, es... Nein! Oh, nur ein nach vorne, du Hampelmann. Hier hin, dann hier. Ein vor und dann geht's links, dann hoch und so. Verwirrt dich unser unsichtbarer Boden? Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Ich brauche keinen Tipp. Oh mein Gott, die Geister kommen aus dir raus. Geh weg, du Hexe! Medium Dorothea. Setz Apollo ein. Oh, 2 Biss und einmal weg, denke ich mal. 2 Biss und weg, meine ich. Nicht 2 Biss und einmal weg. Das kann auch nur einmal weg sein hier. Bissattacke. Vor allem ist es Level 20, das heißt, es wird noch ein bisschen stärker sein als...
Oder auch nicht. Einmal bis und Volltreffer weg. Und wie viele Erfahrungspunkte? 700? 540, schade. Aber ist doch gut, dass mein Golbat so hoch trainiert wird. Aber letzten Endes möchte ich auch nicht, dass mein Golbat jetzt das Einzige ist, was trainiert wird. Denn wenn ich jetzt nur Golbat trainiere, ich glaube, ich habe außerdem was Dummes gemacht, oder? Ja doch, hab's doch hingekriegt, gut. Wenn ich jetzt Golbat die ganze Zeit die Kämpfe machen lasse, dann könnte es ja eigentlich letzten Endes Horrorblick. Ich kann nicht mehr tauschen, gut. Dann kann es ja sein, dass mein Golbat sich hier noch entwickelt. Man munkelt, ich weiß nicht, aber ich denke mal, der Energiestopp, den ich ihm letztens gegeben habe, ist eine von den Sachen, weswegen... Was hat das für einen Sinn? Weswegen mein Golbat sich in nächster Zeit für mich entwickeln wird. Das war einfach zu bitter. Ich will jetzt gar nicht nachfragen, wieso Dorothea Fluch eingesetzt hat. Was hat sie da gerade wohl gedacht? Okay, komm. Golbat kann den Rest noch machen. Ich habe den Frühling mit meinem Pokémon verbracht, dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Okay, das ist interessant. Gibt es schon einen Fachbegriff für Leute, die mit Pokémon Sex hatten? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gerade keinen. Pokémonismus? Das klingt irgendwie komisch. Ja, bis Attacke, los! Yay! Das erste Mal hat's nur... Schreck zurück. Okay, das erste Mal, dass ein Geist-Pokémon eine Bissattacke überlebt hat. Geil. Von Golbat also, ne? Ja, der weise Harry... Siege und Niederlagen. Ich hatte beides. Ja. Lalala, 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 la. Ich werde siegen. Nö. Eindeutig nicht. Ich werde dich daran hindern zu siegen. Zenobia. Interessanter Name. Nebulak. Level. Oh, zwei Level höher. Aber ich bin jetzt auch schon ein bisschen höher mit dem Level. Bin gespannt, wie das jetzt aussieht mit dem Biss. Okay, immer noch genauso wie vorhin mit den Level 16 an Nebulak. Außer, dass wir mehr Erfahrungspunkte kriegen. Alpaulo und danach noch ein Nebulak, meines Wissens. Aber was hat der Arena-Leiter nochmal für Pokémon? Ich meine, der hat zwei Alpaulos, ein Gengar. Hat überhaupt noch ein Nebulak? Ich weiß gerade nicht. Schreck zurück! Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Phil abzieht oder nicht. Nein! Also eher weniger. Immer diese sinnlosen Angriffe, das ist so interessant. 540. Das letzte Pokémon ist ein Nebulak. Wer hätte es gedacht? Und jetzt werde ich gleich vom Fluch getroffen. Nein, vielleicht kann ich dem ja noch entrinnen. Yay, ich kann dem noch entrinnen. 406. So kurz vor einem Level Up. Und nach oben. Okay. Ich denke mal, ich werde mein Golbat denn jetzt doch nochmal eintauschen. Oder nee, komm. Weil ich cool bin, Leute. Weil ich cool bin. So. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass das legendäre Pokémon nur wahrlich starke Trainer. Nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre regenbogenfarbene Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Das bezweifle ich aber mal. Denn ich werde es sehen. Jens schickt Nebulak in den Kampf. Das ist aber was. Er hat doch noch Nebulak. Wer hätte das gedacht? Okay, Bissattacke. Oh, ich rieche was. Oh. Da bekomme ich richtig Hunger. Na egal. Weg ist das Nebulak. Auf mein
mein Golbat steigt auf und ich bin glücklich. Okay, mehr oder weniger. Mein Golbat hat aber noch keine neue Attacke gelernt. Alpollo, okay. Alpollo, dich kriegen wir auch noch klein, denke ich mal. Level 21, okay. Ich denke mal, das Gengar, das dürfte auf Level 25 oder 26 sein. Mehr nicht. Also, ich glaube nicht, dass es auf einem höheren Level ist. Na, na, na. Ah, jetzt kommt schon der Gengar. Und welches Level ist es? Ach, das sieht so cool aus, das sieht so cool aus. Level 25. Mach ich es oder mach ich es nicht? Konfustrahl. Einfach, weil ich es kann. Ich hoffe, dass es mir ein wenig Zeit verschafft. Ja, das ist doch wunderbar. Okay. Bissattacke. So, man schreckt zurück. Ist es jetzt weg? Ist es jetzt weg? Ist es jetzt weg? Ich weiß es nicht. Yay. 1017, krass. Okay, Golbat erreicht noch Level 28. Aber sowas von. So, Golbat, du bist jetzt mein stärkstes Pokémon. Scheiß die Wand an. Okay, ich muss sagen, sein Team ist eigentlich relativ gut trainiert. Aber, naja, er hat halt nicht wirklich die Chance gegen ein Pokémon, das Biss hat, ne? Vor allem auch noch mehr oder weniger 1 bis 2, 3, 4... sogar schon bis 6 Level höher ist als sein Pokémon. Okay, Golbat, Level 28. Lernst du jetzt mal langsam was? Nein! Interessant. Ich bin noch nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. Ulki erhält den Phantomorden. Juhu! Jetzt sind wir glücklich, Leute. Jetzt sind wir alle glücklich. Durch den Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu Level 50. Außerdem können Pokémon, die Surfer beherrschen, diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. TM30. Spukball. Geiler Move, ernsthaft. Das ist Spukball. Er verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setze ihn ein, wenn er dir gefällt. Und runterfallen. Yay! So, jetzt muss ich kurz meine Pokémon heilen. Und dann muss ich mal eben kurz gucken, was ich noch so für Attacken habe, die ich eventuell Golbat beibringen könnte. Kopfnuss, Walzer Sternschauer. Kann Golbat Sternschauer? Das wäre, denke ich mal, eine Attacke, die nicht wirklich gut wäre für Golbat. Aber Golbat kann Sternschauer. Ach komm. Weil ich's kann. Oh ja, Golbat, das darfst du erlernen. Ich erlaub's dir. Da Konfustrahl sowieso viel besser ist als Superschall, finde ich zumindest. Komm, Superschall weg. Golbat erlernt Sternschauer. Lalalalalala. Spukball bewahre ich mir erst nochmal auf. So, Golbat, du bist jetzt Level 28, das heißt, ich muss die anderen ein bisschen trainieren. Miltank und Tyrakrok. Aber, Golbat, du wirst nicht zu kurz kommen, verspreche ich dir. Ich könnte jetzt eigentlich schon nach rechts gehen und mir ein rotes Gyarados fangen. Aber nee, lasse ich mal. Was ich allerdings machen könnte... verkaufen... Anziehung. Weg damit. Habe ich hier noch irgendwas? Aufwecker, das kann ich noch gebrauchen. Aprikoko, Ewigstein, KP plus. Nein, KP plus nicht. Ich könnte noch ein bisschen was kaufen, denn ich kann nicht wirklich die ganze Zeit nur mit Milchgetränk meine Pokémon heilen. Denn dann wird nämlich mein Miltank für den Arsch. Ach so, verkaufen. Das ist doch wunderbar. Und jetzt geht's weiter, Leute, nach links, würde ich mal sagen. Denn links erwarten uns noch zwei weitere Orden. Rechts erwartet uns zwar auch noch ein Orden, allerdings können wir zudem noch nicht wirklich hin. Denn der ist abgeschlossen, mehr oder weniger. Wir dürfen da noch nicht rein und so.
La 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 la. Hier haben wir gleich noch einen Trainer, eine Trainerin. Huhu. Hallo. Du bist bestimmt so nett und zeigst mir deine Pokémon. Ich zeig dir noch was ganz anderes, du. Du. Du H-U-R-E. Ja, kurz was getrunken, Leute. Hopspross, wie niedlich. Ja, los, Miltank. Zum Glück kann mein Miltank ja Feuerschlag. Es tut mir ja leid, diesen Löwenzahn da zu verbrennen, aber trotzdem. Es muss. Miltank erreicht Level. Nein, tut es nicht. Scheiße. Aber jetzt noch die Weiterentwicklung. Hubbelupf. Hubbelupf. Das wird allerdings nicht mit einem Feuerschlag weggehen. Sei schon. Ah, und noch, was ich glaube ich noch sagen muss, man müsste die Leute ansprechen und deren Telefonnummern dann nehmen. Und wenn die dann Bock haben zu kämpfen, dann werden die auch anrufen. Ich meine, dass es auf diese Weise war. Denn so zu denen hingehen und fragen, das gab's, glaube ich, so erst in der Generation danach. Also, oh Gott, Smaragd, Saphir, Rubin. Ich meine, dass es ab da erst so war, dass man die, dass man dann halt zum Beispiel sehen konnte, ah, der hat Bock zu kämpfen, also gehe ich dahin. Hier kann man das so an sich nicht sehen, meines Wissens, sondern es wird angerufen. Geht doch, Mann! So langsam erzählt mir das Hubbelupf voll auf den Sack. Ich hab 495 bekommen, das ist doch wunderbar. Miltank erreicht Level 25, Jutta wurde besiegt. Ich bin froh, dass ich deine Pokémon sehen durfte. Ist ja schön und gut, dass du meine Pokémon sehen konntest, aber ich habe deine Pokémon total vernichtet. Ich glaube, die hat da ehrlich gesagt nichts gegen, dass ich ihre Pokémon vernichtet habe. Mhm, ja, okay, jetzt muss ich aber... Okay, das ist scheiße. Es geht mir gerade hier schon auf den Sack. Ich werde mal eben kurz schnell zum Pokémon Center wandern. So. Dann noch eben kurz schnell zum Markt. Ja. Was brauche ich hiervon denn? Ja, Para. Nein, Gegengift nicht. Paraheiler könnte ich mir 1, 2 mitnehmen. Ist immer ganz, ganz gut, welche davon mitzunehmen. Ja. Ja, wie man jetzt gerade gesehen hat, hätte ich einen Paraheiler dabei gehabt, hätte ich ja einfach meinen Paraheiler einsetzen können. Ja, und so, da bin ich wieder. Um mein Pokémon zu heilen, aber nein. Los, Sau, kämpf mit mir! Fliege hoch in die Luft, mein herrliches Vogel-Pokémon. Der spricht der jetzt eigentlich mit mir oder mit seinem Pokémon? Ich weiß es gerade nicht. Der guckt nämlich mich an. Er schickt Dodo in den Kampf. Oh geil, Dodo ist cool. So. Donnerschlag. Wird zwar nicht viel bringen, aber trotzdem. Okay, es hat doch mehr gebracht, als ich dachte. Ich halte 307 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Noch ein Dodo. Ich hoffe, danach setzt er noch irgendwie ein Dodri ein. Ey. Hätte ich ehrlich gesagt mehr Bock drauf, als irgendwie so 1000 Dodos hintereinander. Lieber ein Dodri, als, was weiß ich, wie viele Dodos, ey. Aber wenigstens ein bisschen mehr Spaß. Nochmal irgendwie so ein paar Erfahrungspunkte. Und das letzte ist nochmal ein Dodo. Ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, Leute? Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Nam, 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 nam. Level 17 sogar. So, mit einem Donnerschlag weg. Ja. Okay. Vogelfänger Timo wurde besiegt. Ich fühle mich, als würde ich mich selbst in die Lüfte erheben. Ich erhalte 408. Okay. Was mache ich denn gleich? Denk mal, ich nehme noch einen Part auf. Ich habe gerade so übelst Bock drauf. Und, naja. Ich würde sagen, ich beende den Part hier erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Let's Play Pokémon, die Kristall-Edition. Tschüss.